Hallöchen, Hallöchen und guten Morgen in einem schönen, schönen Winter. Ja, wir sind jetzt in Tag 2 im Winter, tatsächlich. Ganz frisch angekommen, 5:20 Uhr. Ja, und der frühe Vogel fängt den Wurm, bla bla. Ja, genau. Ich habe die ganze Nacht hier durchgeackert am Amboss und habe Eisenhammer gemacht, um mal das Eisen wegzubekommen. Ich habe jetzt 100 Eisenhämmer. Und das sind satte 7000 Münzen, die wir uns gleich holen werden. Da brauchen wir ein paar Händler für. So Eisen habe ich immer noch 288, kann immer noch eine ganze Menge Hämmer schon bauen. Auf jeden Fall noch über 100. So, ja, und Stöckchen brauchen wir auch immer bloß einen jeweils. Ja, da sind wir gut vorbereitet. Brennholz habe ich mal ein bisschen nachgelegt. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gestern waren. Da muss ich immer mal ein bisschen das Auge drauf haben, damit wir ordentlich über den Winter kommen, nicht, dass die mir hier die Stöckchen verbrennen. Die brauche ich nämlich. So, das sieht erstmal gut aus. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das wegkriegen. Aber ich will jetzt eins machen. Ich kriege viel zu viel Eisen. Ich werde jetzt mal, ja, Mine. Mine. Und ich werde Ulrika. Ulrika fliegt jetzt hier raus. So. Und Ulrika wird jetzt im Grabungsschuppen, der hier vorne ist. Die wohnt zwar oben im Norden an der Mine, aber das ist egal, da der Arbeitsweg nicht mit einberechnet wird beim Produzieren. Hi. Dann lassen wir sie halt den ganzen Tag hier über der Map laufen und wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ulrika, Plötsch. Und du wirst Bergarbeiter. Und du wirst zu 0% Stein. Plöpp. Du wirst 100% Kalkstein produzieren, meine Jute. Weil Kalkstein brauchen wir. Wir haben immer noch ein Haus, das nicht voll verkalkt ist. Wir haben nur 30 Kalkstein im Lager. Und deswegen brauchen wir das. Und wenn wir das neue Haus bekommen, das neue sind, na, jetzt sind wir bei 6.913 bis 7.500, dauert noch ein bisschen. Aber wenn es soweit ist, dann soll das ja auch verkalkt werden. Von daher alle Chigi. Ich zeige euch noch mal kurz, die Händler sind sowieso noch nicht wach. Zeige ich mal kurz hier das Lebensmittellager. Das platzt ja auch aus allen Nähten so langsam. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Aber ey, mal ganz ehrlich, ich habe 582 Eier. Was soll ich damit? Ja, ich habe 929 Fleisch. Ich habe 1071 Kohl. Ich krieg das nie alles verkocht. Nie und nimmer nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Da komm selbst ich nicht hinterher. Und die Arbeiter, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ist das schön. Ich muss mal kurz hier. Oh, hier mit Pferdchen. Pferdchen. Machen wir mal Screenshot. Ich glaube ja, wie viele Screenshots ich hier schon gemacht habe. Ach, das ist herrlich. Schönes Spiel. Schönes Spiel zum Datensammeln. Bilder, 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 Bilder. Halt, Eisenhämmer. So, jetzt, zack, jetzt reiten wir mal darin. Für den Fall, dass wir zu sehr überladen sind, dann. Gehen wir ganz langsam, ganz gemächlich. So. Hoffe, ich komme wieder raus mit Rückwärtsgang. So. Eisenhämmerchen. Das ist auf jeden Fall knallrot. Dann, voll die Zuckung hier. Wir haben 55 Kilo haben wir frei. 55. Plopp. Genau. Dann ist das Pferd nämlich nicht überladen. Wir dafür umso mehr. Genau. Oh, ich kann mich aber noch bewegen. Also muss ich nicht in eine Taverne reinreiten, falls das nicht geht. Haben wir jetzt 7000 Münzen dabei. Also Waren im Wert von 7000 Münzen. Achso, das ist ja invertiert hier. So. Auf geht's. Großer Ausverkauf, Rausverkauf. Alles im Sale. Alles muss raus. Wir müssen noch mal die ganzen die Lager mal ein bisschen leer kriegen. So mit der Zeit da, das wird so viel. Das ist irre.
glaube, ich brauche bloß alle 5 Jahre mal einen Tag die Jagdhütte, um die Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Die brauchen tatsächlich echt nicht viel. Aber man kriegt das alles gar nicht mehr weg. Und andere, die brauchen ewig. Ja, da seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Wie spät ist es? 6.24 Uhr. Gut, da haben wir noch Zeit. Also, Kinga ist auf 6. Ich wollte mal gucken, wie die ganzen Skills hier sind. Der Jäger ist auf 6. Es wird immer besser. Ja, kriege ich immer mehr. Alruna auch. Jagd 5. Holzfäller 6. Hat jetzt schon 6. Sehr schön. Aber für 7 spiele ich noch nicht lang genug. So, alle 2 Jahre kommt ja was dazu, wenn sie 2 Jahre durcharbeiten. Hier, Radogast, der Feldarbeiter, der hat auch schon 6. Sehr schön. Also nächstes, spätestens übernächstes Jahr haben wir den ersten mit Skill Level 7. Wow. Wird da immer besser. So, auch am Anfang mit dem Dünger, da hat man ja echt Probleme, um Dünger ranzukarren für die Felder. Und jetzt habe ich dermaßen viel Dünger, dass ich keine effizienten Arbeiter habe, die das verarbeiten können. Also den Dunkel. So, hier sind sie schon. Ah, Mensch, hier auch. Ganz früh. Unigost. Alte Sacknaht. Komm mal her. Voll übertrieben. Ne, nicht übertrieben. Ha, perfekt. 1357 hast du. Pass mal auf hier. 19. Boom. Du hast nichts dabei. Nichts, was ich brauche. Kommen sie vielleicht alle automatisch vorbei? Subi mir. Oh, komme ich hinterher? Nicht vorbei hier, nicht abhauen. Hier. Ja, sehr schön. So, Subimir, du kriegst auch noch Eisenhämmer. Plöpp. So, wen brauchen wir dann noch? Dann müssen wir zu Jarognjewa und die ist drinne, genau, und Adelina. Adelina, bitteschön, ich hätte da was für dich. Plump. Kostovia ist super, mit 4 Händler. Vier Händlern. Mhm. Ist das schon echt klasse. So, wir haben ja ein bisschen Platz, haben wir. So, mehr kriege ich da eh nicht unter. Und dann werde ich von dem Geld Wolle kaufen. Wollfäden. Jarognjewa? Du nicht, Jarognjewa. Du. Ach, du dich hier verstecken. Aha. Nicht verstecken. Plöpp. So. Ah, da sieht man gleich. Ist auch nach der Jahreszeit das Angebot. Die hat jetzt nämlich keine Früchte dabei. Ja. Kein Obst. Ja, Kirschen und Äpfel und Birnen. Hat sie alles nicht im Angebot. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das selber. Oh, die ersten Obstgärten. Klasse. Durst. Durst, 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 Durst. Hört ihr das? Das ist ein Beißen. Ich beiß doch nicht in die Milch rein. Ja, das müssen sie. Da müssen sie nochmal dran arbeiten. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben immer noch 24 Eisenhämmer. Wir haben jetzt 9000 Münzchen. So, dann haben wir hier alle leer gekauft. Dann können wir erst im Frühling hier wieder Kohle organisieren. So, Wolfhard, wo kriegen wir das? Bei Mathilda in Denica. Gucken wir mal, Denica ist da. In Branica bei Lubomira? Oh Gott, Branica? Branica da oben bei der Mine. Will ich beides nicht. Und in Hornica, da will ich eigentlich. Oh, nee, nach Hornica will ich nicht. Ich weiß, wie wir das machen. Wir reiten hoch nach Borovo. Da drüben. Verkaufen den Rest. Dann reiten wir zurück nach Hause. Packen alles voll mit den Sachen, die wir nicht mehr brauchen und reiten nach Denica. Und da kaufen wir uns dann Wollfäden, damit wir hier mal ein paar schöne Laternen bauen können. Halt, ich muss ja. Zu Fabi Dingsbums hier. Der immer hier steht. Nur heute nicht. Der ist wahrscheinlich noch gar nicht am Arbeiten. Na, gehen wir zu Ida. Ida! Ich bin wieder da, Ida. Da, Eisenhammer. Ach, immer noch nicht alles weg.
macht der da hinten? Das ist Arbeit, Junge. Falibor was? Falibor? Falibor, genau, Falibor. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 100 Eisenhämmer und das Volk gebracht. Irre. Und das sieht so schön aus. Das ist so schön. So ein schönes Spiel. Ah, ich finde das so schön, dass das so dieses Jahr so viele Updates kriegen wird. Ah, so viele neue Sachen. Das ist so ein schönes Spiel, aber irgendwann hat man halt auch alles gesehen, ja. Und jetzt ist ja wirklich nicht mehr viel. Ja, ich weiß, Jagdhütte, Gänse, da rede ich seit 6 Folgen, glaube ich, drüber davon. Ah, die Palisade muss auch fertig gemacht werden. Ach. Aber jetzt weiß ich ja, dass die Banditen erst im... Ja, also noch nicht im Februar kommen. Oder irgendwann danach. Im Frühjahr. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann könnte ich nämlich die Obstgärten und die Imkerei noch ein bisschen planen. Sonst muss ich ja hier die halbe Map umzäunen. Das, oh, nee. Nee, nee, nee. Was nehmen wir denn dann mit? Auf jeden Fall die ganzen Eier. Die können mal weg. Die brauche ich nicht. Die können direkt instant alle weg. Hier an dem Lebensmittellager. Die wiegen auch nicht viel. Ich kriege in meinem Inventar die 500 Eier locker hin. So. Eier, Eier, Eier. 584. Boom. Ihr kommt alle mit. Die ganzen Milcheimer könnten wir ja auch mal. So viel Milch brauchen wir nie und nimmer. Dann bin ich aber maximal überladen hier. So. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Wie viel haben wir? 52. Da passt ja sogar noch was drin. Wie viel Platz haben wir? Wir haben 10, 13, 13. Also unter 13 müssen wir sein. Bei mir noch was drin? Hier das ganze Fischfleisch, das geht mir auf Keks hier. Oh, das ist aber schwer. 40. Ach, ich kann mich ja ein bisschen überladen hier. Ich kann mich ja ein bisschen überladen. Nee, so sehr auch nicht. An 99. Ja, das geht noch. Das geht noch. Oh, speichern. Flimm. Das muss ich jetzt aber alles erstmal verkauft kriegen. Und in Denica werde ich nicht viel los. Gibt da bloß 2 Händler. Oha. Oha, oha, aus dem Weg. Tut. Ich brauche eine Hupe. Viel Spaß auf Arbeit. Ich hol Kohle ran, damit ihr glücklich seid. Damit ihr keine Steuern zahlen müsst. Bis jetzt hat noch kein Tier mein Pferd angefallen. Bin ich ganz froh drüber. Muss ich nicht haben. Da ist er! Mathilda, warte! Warte. Ach nee, das ist er ja nicht. Da hinten ist er. Och. Lauf doch nicht so schnell. Ich kann noch nicht so schnell. Ach man. Die ist doch immer hier drin. Ist immer am Webstuhl. Ach, warum reite ich denn nicht gleich dahin? Oh, so, Mensch, du, das war aber jetzt hier eine schwere Geburt mit dir. Fischfleisch, hättest du gerne? Hättest du gerne? Plupp, ist weg. Und Eier, plupp, ist weg. So, sehr schön. Jetzt sind wir fast leer. Wollfaden, 38 für 3600. Na, ihr seid aber auch ein paar Halsabschneider, ey. Nehmen wir alles mit. Da können wir denn mit den paar Wollfäden, die wir noch haben, können wir tatsächlich 10 Laternen bauen. Das reicht ja erstmal. So, Dagobert, für dich hätte ich auch noch was im Angebot. Man muss ich erstmal hier aus dem Sattel rauskramen, die ganzen Eier. Die sind seltsamerweise nicht kaputt gegangen.
Echt jetzt? Das macht er immer wieder. Der legt sich zwischendurch immer mal wieder hin. Das habe ich schon mal erlebt bei Dagobert. Das ist so ein richtiger fauler Hund. Hier, kannst du mal 42 Kilo Milcheimer schlöppen, Junge. Und die Eier, die klatsche ich dir gleich so vom Kopf. Patsch! So. Ja, ja, jetzt wird nicht frech. Oh, hältst du mir die Tür nicht auf? Patsch, habe ich so vor der Nase gekriegt. So. Alles klärchen, dann hauen wir mal wieder ab hier. Ich werde mich wieder verreiten. Oh, ich glaube, da beschwert sich jemand. Ja, nee, du reitest nicht falsch. Ich sag dir ja immer, wo du hinreiten sollst. Hier, oh, 3 Schweine, 4 Schweine. Was ist denn hier los? Ja, Schweinskram hier. Na, jetzt bin ich richtig. Ich sehe es an der kleinen Säune. Das letzte Mal bin ich falsch abgebogen. Na, irgendwann fragte ich mich, müsste jetzt nicht eigentlich mal so ein Flüsschen kommen? So ein Bach? Da war ich dann schon auf halbem Wege nach Honecker. So. Moment mal. Wir müssen mal in die Scheune gucken. Die Scheune. Lager. Aber was ist denn hier los? Da flirtest du heimlich mit Radogast oder was hier in der Ecke, wenn ich nicht da bin? Das ist ja... Frau, ich schaffe hier die Kohle ran, ja? Nicht Radogast. Den kann ich ja einfach rauskicken. Ja? Ist ja wohl eine Frechheit. Was macht denn hier Kohl drin? Ich hätte Kohl ja noch Schritt zu suchen. Verstehe ich nicht. Was? Ich muss es nicht verstehen. So, Weizenkorn. Brauchen wir auch nicht so viel. Ah, ich weiß es nicht. Da können wir auch Mehl draus machen. Nee, das lassen wir. Das lassen wir. 87, ja. Und 61 davon ist Kohl. Was soll denn das hier? Wer packt den Kohl hier rein, bitteschön? Oder das war da, wo, das, wo wir das Lager umgeplant haben. Das, da war es nämlich voll. Und wo wir das andere, das Lebensmittellager 3 hingestellt hatten, haben wir gesehen, oh, es war schon direkt voll. Und ja, ich denke mal, genau daran wird es gelegen haben. Also haben wir 1071 plus, also über 1300 Kohl. Das ist ein bisschen verrückt. Den zu verkaufen, das ist auch verrückt. So, dann werden wir mal... zum Lebensmittellager. Schön übers Feld hier. Nicht in die Wand rein. Was machst denn du? Oh, dein armer Kopf. Kann ich von hier aus aufsteigen? Ich weiß nicht, ob ich das testen soll. Nicht, dass ich dann festhänge. Okay, das haben wir. Ah ja, kommen schon wieder neue dazu. Fischfleisch. Hier fast 1000 Fleisch. Aber das hier Wicht, das musst du erstmal weg. Wie gesagt, das musst du erstmal wegkriegen. Das ganze Zeug. So. 114. Ey, das klappt. Mega. Bug-User. Bug-User, ich bin Bug-User. Achso, wo reiten wir jetzt hin? Wo kann man das verkaufen? Wie viel Geld haben wir noch? 9600. Sehr schön. Müsser Büro, wo hier Branika? Branika, dann können wir nochmal Wolfäden. Wobei, nee, ich will ja nicht das ganze Geld für Wolfäden hier ausheben. Ich brauche das Geld nicht nur für die Steuern, sondern auch für die Pläne. Ich will sie ja alle irgendwann mal freischalten. Haben wir ja gestern schon hier Recurve-Bogen und Armbrust. Das waren ja auch schon 3000 Münzen. Gucken wir mal, wo reiten wir hin? Da, nach Baranica. Du sollst doch nicht stehen bleiben.
Da sehen wir doch schon die erste Hütte. Im Sommer hätten wir die nicht gesehen. Von hier hinten. Da ist so gewuchert hier. Wäre natürlich auch gut, wenn das Pferd auch noch Hunger hätte. Dass man da auch noch was mitnehmen muss. Karotten. Und vielleicht noch ein bisschen Hafer. Und haben wir ja alles da. Oh, pam! So, hier gibt es ja nur einen Händler. Norbert. Oh, Norbert, kannst du mal rauskommen? Ich habe hier was für dich. Ich will nicht... Ach, ich bin wieder völlig überladen. Na, die Eier, das wird wohl eher nichts bringen. Ach, ich habe ja noch den Wollfaden dabei. Auch noch. Kohl. Nee. Lass mal den Wollfaden da hinten. Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Robert, hier, pass mal auf. Ja, können wir dir machen? Ich habe hier richtig viel Kohl. Der hat selber Kohl. Ja, aber deiner ist nicht so schön wie meiner. Meiner ist aus richtig, richtig toller Klasse A Ernte. 690, die hat er noch. Sehr schön. Wie viel hat er denn noch? 120. Sicher der Weg ja nicht. 120 hat er noch. Dann nehmen wir mal ja noch ein bisschen was mit. So. Er hat Wolle. 85 Wolle. Könnte ich tatsächlich zwei Wollfäden draus machen. Du mich auch, ey. Du mich auch. So. Oh hier, ich will auch so eine Leiter. Das geht. Wie cool ist das? Oh, Fallschaden, aufpassen. Cool. Bist du noch gestern beim Holzfällen, wo mir der eine Baum hier aufs Dach gefallen ist vom Ressourcenlager? Der liegt da immer noch. Also das Rundholz. Ja. Ich brauch so eine Leiter. Da kann man ja echt hochkrabbeln. Cool. Cool, 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 cool. So, jetzt haben wir noch 100 bisschen. Ja, los. Ja, alles gut. Machen wir uns mal rüber hier. Über Stock und über Stein. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist mit Pferdchen. Ah, das sieht gut aus. Dann könnten wir hier noch Wollfäden kaufen. Ah, vielleicht sollten wir erstmal hier reparieren. Ah, sie geht jetzt zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Ich bin ja auch gemein. Schicke sie über die halbe Map. So, wir brauchen Stroh. Bisschen. Bisschen. Und Stückchen. Bisschen. Reparatur. Da. Ist ja echt wieder einiges kaputt hier. Ja. Nee. Ich müsste ja eigentlich eine höhere Version hinbauen, damit das nicht immer so schnell kaputt geht. So, ist alles wieder schick. Wie sieht es mit der Mine aus? Die Mine ist ja aus Holz. Alles noch gut. Hier 97%. Ach, na, ist ja. Ach, das ist, oh, stimmt, ist ja auch noch nicht verkalkt. Ich wundere, dass wir so viel Brennholz brauchen. So. Stock, Stroh. Können wir noch was mitnehmen? Hier die Eimer können wir mitnehmen. Die können wir noch verkaufen. Eine Eisenhacke. Jetzt habe ich zwei Stück. Verkaufe ich die? Eine Sense. Die kommen. Ach, die kommen jetzt auch weg. Ich habe eine Sense in der Scheune. Kann das auch verkauft werden? So, Stein. Ne, das ist ja nicht wert.
Das ist ja nicht wert. Den normalen Bogen, den können wir verkaufen. Beutel, ja, das können wir verkaufen. Einfacher Rucksack können wir verkaufen. Das sind hier Gewichte, das ist alles nicht mein. Nee, 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 nee. Das ist ja auch irgendwann voll, das dauert auch nicht mehr lange. Das ist ja verrückt. Aber die haben ja da hinten auch nicht viel Kohle. Deswegen so viel brauche ich da jetzt ja nicht mitnehmen. Da ist es schon. Da ist es schon. Sind wieder an ihrem Webstuhl. Oh, jetzt habe ich die falsche. Nein, Entschuldigung, hast du zufällig etwas Wolle dabei? Was? Geh weg. Kann ich das nicht abkürzen? Oh, Escape, komme ich wieder zurück. Sehr schön. Ach so. Oh. Ja, ist gut. Ich wollte die Quest nicht nehmen. Probleme beim Nähen. Fünfmal Wolle. Kriege ich einen Wollfaden? Okay, das Doppelte. Hatte man das nicht schon mal? Den Spaß? Gut, ich wollte dir doch eigentlich nur was verkaufen. So, die Eimer. Eisenhacke für 70. Dann die Sense für 105. Den Bogen für 4. Achso, Zustand 11. Deswegen. Der ist ja schon ziemlich kaputt. Beutelchen für 70. Dann nochmal 140 für den einfachen Rucksack. Und dann ist er ja bald pleite. Hier die Eier müssen weg und der Kohl muss auch weg. Sie hat noch Geld? Sie hat noch Geld! Pferdchen, hast du noch was dabei? Nein. Okay, wir müssen Wolle organisieren. Weißt du, wo wir Wolle herkriegen? Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Höchstwahrscheinlich aus unserem Ressourcenlager. Vielleicht reicht das ja. Die Schafe produzieren, ja. Oder wir sagen, unser Tierzüchter. Ja. Gucken wir mal runter. Ist schon wieder Wolle da? Oh ja, sehr, sehr gut. Wie viel wolltest du? 4? Nee, 5. 5-mal Wolle. Und ein bisschen Geld hat sie noch. Ein bisschen Geld. Ich will hier aber nichts verkaufen. Nein, ich verkaufe hier nichts. Oder haben wir ja eine schöne Rundreise gemacht heute. Sehr cool. Und noch ordentlich Kohle verdient. Und dann. Hier ist die Wolle. Vielen Dank. Sehr schön. 48 Münzen. Naja. So. Haben wir denn eigentlich. Wo ist mein Pferd hin? Du, da lang wollen wir. Ich habe gar keine Milch mehr, der jetzt verkauft. Was haben wir jetzt überhaupt? 11.400. Na, sehr schön. Da hätten wir eigentlich 14.000 gehabt. Da mussten ja noch ein bisschen Wollfäden kaufen. Ich wollte mal gucken. Schafe. 100%. Die können schon wieder geschoren werden. Sehr schön. Sehr schön. Also doch nicht einmal am Tag. Rinder haben noch keinen Zuwachs. Pferdchen auch nicht. Hier ist auch noch nichts weiter passiert. Und da auch nicht. So. Okay. Nö, dann passt das erstmal. Dann reiten wir mal nach Hause. Ich bin fast falsch, ich bin richtig. Ich will über die eine Brücke. Muss ja auch mal ohne Navi gehen hier. So groß ist ja die Map da auch nicht. Ja, nicht richtig. Da wollte ich hin.
Oh, schnaufst schon wieder ein schön, wa? Ostwind. So, dann haben wir jetzt ein paar Dörfer leer gekauft. Das reicht ja erstmal. Weil wenn ich jetzt erstmal anfange, hier ein bisschen was freizuschalten, dann ist wahrscheinlich das Geld wieder alle. Oh, schönes winterliches Dorf da hinten. Ist das meins? Ja. Schön. Mein Dorf. Ja, ist gut. Schnauf nicht so laut. Schön. Das ist so schön. Oh, Kind auf dem Weg. So, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Essen. Hunger, Durst und alles. Dann. So, sehr schön. Na, haben wir ja schon mal ein bisschen Platz gemacht. Dafür haben wir jetzt 1044 Fleisch. Hatten wir nicht 929 erst oder so? Oder wo kommt das ganze Fleisch schon wieder her? Der Tierhutter da, also meine ich nicht. Verrückt. Verrückt. Aber die müssen das ja machen, sonst leveln sie ja nicht. Warum sollten die da auch mehr leveln? Ach, gleich alles weg hier, dann ist das auch erledigt. So, Wolle packen wir jetzt mal hier rein. Plapp, die Wollfäden. Nicht ein Wollfaden. Hallo, ich weiß, Ostwind hat den Wollfaden noch. Genau. Blup. Und dann werden wir morgen ein paar Laternen bauen, würde ich sagen. Wenn ich es nicht vergesse. Ja, das war hier schön. Also Laterne. Oh, Sonne, Mond und Sterne. Und dann kann diese Barbarenfackel hier weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Leute, da haben wir wieder ein bisschen Geld verdient, würde ich sagen. Ja, und morgen dann Laterne. Starten wir ein Laternenfest im schönen Dorf. Da hinten. Ja, das sieht immer wieder kaputt. Sehr schön. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war ein bisschen haben wir ja noch. Das sage ich, glaube ich, schon seit einer ganzen Menge an Folgen. Also, es gibt immer wieder was zu tun. Ich glaube, bis hier Ende ist, bis hier Pause ist, wird es schon wieder den nächsten Patch geben. Mal gucken. Ich will das Haus noch freischalten. Also ich muss weiterspielen. Ja, fast 7000. Ja, da brauchen wir noch 500. Und dann haben wir es. Ressourcenlage 3 ist nicht wichtig. So viel Platz brauchen wir dann doch nicht. Dann können wir ja Platz schaffen. Alles klar, Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis morgen. Tschüss.